Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. Genau. So, wir haben jetzt hier erstmal grob ein bisschen für Stahl schon mal ein bisschen aufgebaut. Wir brauchen jetzt allerdings, jetzt wird es wieder ein bisschen kritisch. Weil das Problem ist, ich muss wieder gucken, hier kommen quasi die 100 raus. Genau, und hier brauchen wir quasi, warte mal, hier kommen 100 raus und wir brauchen hier erstmal umstellen auf geschmolzenes Eisen. So, genau, jetzt passt es wieder. So, und das heißt, hier kommen jetzt 100 raus. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Logistik. Förderband Splitter. So, den Splitter baue ich erstmal hier hin. So, gehen die 100 erstmal hier raus. Und dann gehen die ersten 60 erstmal völlig tiefenentspannt erstmal hier rein. Und ich arbeite jetzt tatsächlich auch noch mehr mit den Dingern hier. 60. So. Alles fein, alles schick, alles super. So, bleiben zwangsläufig gesehen 40 übrig. Das heißt, ich müsste jetzt einmal das hier mit denen fusionieren. Das könnten wir machen, indem wir einen Fusionator nehmen. Fusionator kann ich auch direkt hier hinsetzen. Moment, jetzt muss ich aber mal ein bisschen überlegen. Der ist zu nah dran. Sorry, sorry, sorry. Fusionator, so. So, pass auf, weil hier kommen jetzt 50 raus. Das heißt, 50 hier raus. So, hier gehen jetzt 60 da raus. Klar, da gehen nochmal irgendwann 60 hier raus. Aber das Problem ist, das ist immer schwierig, ne? Also finde ich zumindest. Weil das Problem ist, du willst ja irgendwie, und das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ich meine, wir können das mal ausprobieren, indem ich das Ding jetzt einfach mal da als Verbindung dazwischen baue und hier einfach mal auf 40 einstelle. Genau, dann haben wir nämlich insgesamt hier 90. Und dann gehen nämlich nochmal 60. Hoppala. Gehen dann nämlich noch mal hier raus, dann brauchen wir nämlich aber auch hier jetzt noch mal einen Splitter hinten dran. Da kommt dann nämlich, warte. Das ist ja Fusi, ne? Genau. Okay, das geht schon mal nicht. Also wir müssen erstmal ein bisschen mehr Platz schaffen hier. Genau, das ist mir alles zu eng hier. Das ist alles zu eng hier. Das ist alles ein bisschen doof. So. So, pass auf. Weil zu schön war noch mal das Ganze. Also einmal, zweimal, dreimal. So. Hier geschmolzenes Eisen, geschmolzenes Eisen, geschmolzenes Eisen.
So, hier kommen raus 60. Hier sollen raus 60. Und hier sollen raus 30. So. Man kann ja später den Output noch ein bisschen erhöhen und das dann noch mal ein bisschen umswitchen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Oder man baut an einer Stelle noch eine zweite Produktion auf oder wie auch immer. So, also, da das ein Fusionator ist, kommt hier jetzt quasi, hier man dann die 60 raus. Aber wäre es dann nicht schlau, die 60 direkt, ah, ist egal. Alles ganz entspannt. Also, das hier wird nicht funktionieren, oder? Ne, mal das sieht scheiße aus. Das mache ich auch nicht. Und das wird auch scheiße aussehen. Also müssen wir zwangsläufig gucken, dass wir es so machen. Das ist ja auch okay. So, und jetzt gehen wir mit dem hier. Einfach hier raus. So. Hier kommen die 40 raus. Die werden dann hier wieder rein fusioniert. Dann haben wir hier die 100. Die 100 gehen hier raus. Da gehen die 60 raus. Warte mal, 100 stimmt doch gar nicht. 50, 90. Rechnen. So, jetzt brauchen wir nochmal 3 mal von den Hochöfen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Bronze-Beams, wenn wir noch ein bisschen was haben. Haben wir noch ein bisschen Kupfer hier? Und, ne? Läuft auf jeden Fall. So, ein bisschen Turbo-Draht kriegen wir auch noch hin, denke ich, ne? Brauchen wir nicht ganz so viel. Rund 15, ne? Ja, warte mal ganz kurz, weil wir brauchen ja schließlich Ding. Dann brauchen wir danach auch noch 1, 2, 3 Verfestiger und Kühler. Also können wir gleich ein paar mehr machen. Gut, ich glaube, das wird schon mal nicht reichen hier. Kann aber auch hoffentlich an den Schrauben liegen. Nee, es liegt nicht an den Schrauben, aber die müssen wir trotzdem mal eben holen.
viel brauchen wir noch? 6. Perfekt. Ja, der ist mir gerade noch zum Einfällt. Der Ben Ragnar hat mir einen Kommentar geschrieben, mit dem er ja nicht ganz unrecht hat. Ja, also ich muss ihm da ja schon hundertprozentig zustimmen. Das war jetzt, glaube ich, in der vorletzten Folge. Hat er ja geschrieben, wenn ich jetzt weiter erstmal alles so ein bisschen auch schön baue, komme ich natürlich niemals voran. Hat er natürlich recht. Ist natürlich immer ganz klar. Jetzt natürlich so die Frage, durchrushen will ich nicht. Das mache ich auch nicht. Ja, weil bin ich nicht so der Fan von. Ich würde da schon ganz gerne irgendwie versuchen, einigermaßen ordentlich aufzubauen. Aber trotzdem würde ich jetzt, glaube ich, eher versuchen, doch ein bisschen, dass wir erstmal ein bisschen vorwärts kommen hier. Und deswegen baue ich jetzt erstmal so ein bisschen die Stahlproduktion auf. Aber da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Also geschmolzener Stahl und nochmal geschmolzener Stahl und nochmal geschmolzener Stahl. Gut, so, jetzt pass auf. Also, wir haben jetzt hier, brauchen wir erstmal das geschmolzene Eisen. So, die Eingänge dafür sind natürlich quasi links und rechts. Und wir brauchen auch Luft, brauchen wir auch noch. Okay. Dann natürlich jetzt die Frage, habe ich hier hinten raus noch ein bisschen Luft? Dass wir die Verfestiger dann noch hinkriegen. Weil ab hier vorne wird es, glaube ich, ein bisschen enger. Ab hier müssen wir nämlich tatsächlich ein bisschen nach oben gehen. Genau, dann müssen wir noch mal gucken, wie hoch wir da müssen. Ob wir dann noch einen höher gehen oder ob wir da so bleiben. So, und dann würde ich jetzt sagen, fangen wir jetzt erstmal so ein bisschen an, die Verkabelung zu machen, würde ich sagen. So, jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Wir machen den erstmal so. So, dann geht der erstmal hier raus. Und jetzt fehlt mir Beton. Uiuiui. Ah, voll. Mal gucken, ob ich hier noch was drin habe. Jo. Jo, das sollte erstmal reichen. Also wenn ihr auch kein Problem damit habt, ne, um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen, mit Schönbau etc. Ja, was heißt Schönbau? Alles ein bisschen ordentlicher zu bauen. Es geht ja nicht um Schönbau. Das ist ja immer eine Ansichtssache oder liegt ja immer im Auge des Betrachters, sage ich jetzt mal. Wenn ihr kein Problem damit habt, dann mache ich einen Teil auch offscreen quasi fertig und baue das halt um. Und geht dann natürlich vielleicht ein bisschen Zeit mehr drauf, wenn man das Ganze dann dementsprechend wieder präsentieren, wie auch immer. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Brauchen wir erstmal die 5. Jetzt geht es nämlich erstmal los hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Das sieht aber erstmal eigentlich soweit auch ganz ordentlich aus. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier eine Idee finden, wie wir das Ganze natürlich jetzt hier machen, ne? Genau, weil wir müssen jetzt auch erstmal hier, also hier kommt auf jeden Fall das Ding ins Zeug raus. Aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren, was ist zu eng. Genau, dabei jetzt die Frage. Das wird auch nicht gehen.
aber das wird gehen. Ja, das sieht doch schon mal eigentlich ganz gut aus, ne? Würde ich sagen. Dann machen wir das auch mal den Rest so fertig. Das heißt, wir machen jetzt einmal da quasi, einmal da. Dasselbe machen wir einmal hier. Und einmal da. Ja, passt. Passt und passt. Das da rein und das da rein. Gut, jetzt haben wir allerdings folgendes Problem. Wir müssen jetzt erstmal die Schlacke noch wegkriegen. Mhm. So, wir könnten für die Schlacke natürlich später auch hier ganz normal eine Betonproduktion mit aufbauen. Da müssen wir natürlich mal gucken. Also hier kommt jetzt erstmal die Schlacke raus. Ich würde jetzt tatsächlich die Schlacke, glaube ich, erstmal nehmen. Und erstmal, ja, hier hinstellen, glaube ich. Hier würde ich, glaube ich, erstmal einen Flüssigkeitsspeicher hinbauen. Erstmal nur provisorisch in dem Sinne. Ja. Genau, pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Dann werden wir jetzt hier die 2 nehmen. Noch einen weiter nach hinten. Ja. Dann geht hier nämlich jetzt erstmal die Flacke nämlich erstmal raus. Von allen dreien. Hier kommt dann die 90 Grad Kurve rein. Es muss ja irgendwo auch drauf stehen. Es kann ja nicht alles in der Luft schweben. Ne? Das funktioniert ja nun mal nicht. Hm? Das wird nicht gehen. Ah. So. Okay. Cool. Das sieht erstmal schon mal soweit ganz ordentlich aus, ganz gut aus. Alles zwar ein bisschen verzwickt mit den ganzen Rohren und so weiter, das wird aber gut funktionieren. Gut, was brauchen wir jetzt hier noch? Hier geht nur das Eisen rein, da kommt Schlacke raus, das haben wir jetzt soweit erledigt. Und jetzt kommt der nächste Part, dass wir nämlich jetzt hier mal weitermachen müssen mit der Luft und mit der Kohle. Und die müssen wir aber von oben holen. Und deswegen müssen wir tatsächlich jetzt erstmal auf den Deckel draufziehen. 3. Genau, jetzt machen wir nämlich erstmal den Kopf erstmal zu hier. Oder den Korpus hier, ne? Okay, vielleicht Eisen bei meinem Fundament. Okay, ich brauche erstmal nur Eisenplatten. Ja, da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, aber wir arbeiten dran. Machen wir mal direkt auf 800, ne? So, hier wird schön produziert. Das sieht soweit ganz gut aus. Und mal gucken, wie es hier kurz aussieht. Ja gut, hier hängt es halt an dem Beton, ne? Weil wir halt 120 Dinge jetzt hier brauchen. Weil wir jetzt direkt 2 aufgebaut haben hier. Ne?
Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das später ein bisschen vorwärts bringen. Weil wir brauchen insgesamt 100, nee, 180 Gestein brauchen wir hier. Und das ist das Problem. Wir liefern aber auch eigentlich zu viel Schlacke für den ganzen Kribbelkrams an. An sich müsste ich halt wirklich mal schauen, weil ich werde irgendwann einfach das Problem haben, dass die Leitung einfach voll ist. Und wenn er hier auch voll ist, dann produziert er einfach auch nichts mehr. Weil das merkt ihr jetzt auch schon. Ich meine, wir haben jetzt hier auch gerade nur zwei Minen am Laufen, ne? Wenn die dritte noch dazu kommt, dann wird das einfach zu viel, ne? Dann müssen wir uns dann nochmal eine Lösung überlegen. Ein Schlackelager. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Irgendwas würde uns schon einfallen. So. Zack. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal hier drüben. So, prinzipiell würde ich, glaube ich, aber auch jetzt erstmal die Zuleitung fürs Eisen, glaube ich, machen. Genau, das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Erste, was ich machen würde. Machen wir mal die 5. So, pass auf. 5, 9, 6 brauchen wir. So, dasselbe machen wir einmal hier drüben. Können wir das vielleicht mit dem Wasser auch machen, dass wir mit dem Wasser direkt hier runterkommen? Vielleicht eine ganz coole Idee, ne? Genau. Wenn wir dann mit dem Wasser, nämlich quasi, wartet mal kurz. 6. Von hier oben. Und dann läuft das. Das ist wie gesagt erstmal jetzt nur das Grobe. Dass wir da einfach schon mal so ein bisschen eine Struktur drin haben. So, okay. Das passt. Das passt. Und das passt. Okay. Gut, jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir brauchen jetzt. Hallo? Quasi eine Zuleitung. Wir müssen jetzt mal gucken. Also wir brauchen jetzt erstmal hier ein Fusionator auf jeden Fall. So, das müsste doch eigentlich hier locker funktionieren, oder? Wenn man das jetzt hier rein.
Und wenn wir das jetzt... Da rein, wird das doch gut funktionieren, dass man dann sagen kann, 5. Da geht ein Turm hoch. Der... quasi hier hoch fördert. Genau. So, das wäre natürlich jetzt erstmal der erste. Jetzt brauchen wir natürlich aber noch einen zweiten. Das reicht natürlich noch nicht, ne? Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Förderband. Fusionator. Lass mal auch mal hier ruhig ein bisschen mehr Platz. Jetzt hier wird eh eingebaut, das Ding. Dann lass uns das Ding doch einfach mal so setzen. Nur Optik, alles gut. So, dann machen wir hier einen Turm hoch. So, jetzt aber die Frage, wie legen wir ihn dann? Ich würde ihn dann, glaube ich, hier überlegen, so nach hier hin und dann nach dahin. Genau. So, hier müssen wir aber gucken, dass wir hier können zwar hier runter gehen. 6, ist kein Problem. Machen wir den auch so, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir nur mal eben schauen. Mal eben eine Leiter hier hochbauen. Scheiße. Nicht hoch genug. So, ich mache jetzt hier Wände, auch die Dreierwand durch. Zack. 6. Organisation, nein, Logistik. Jetzt mal 6. So, hier stellen wir ein 60 und 60. So, das heißt, wir teilen das Ganze jetzt einmal auf. Also, eigentlich teilen wir es ja nicht auf, aber weil wir einzeln laufen hier. Nummer 1, 2, 3. Und dann passt es eigentlich ganz gut hier. Genau, dann nehmen wir jetzt den zweiten hier.
Der geht dann hier weiter. Ja, der nach da und der nach da. Okay. Gut. Jetzt haben wir das schon mal so weit stehen, das ist schon mal ganz gut. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist erstmal ein bisschen Wasser, ne? Genau, da bin ich jetzt am Überlegen. Ich weiß nicht, ob ich da hinten noch Wasser frei habe, ob ich nicht einfach mal was hier rüberziehe. Erstmal provisorisch. Ich weiß noch nicht, wie viel jetzt in meinem Moment zu gucken, wie viel brauche ich denn überhaupt? Also hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal 100 Kubik Wasser. Also das ist erstmal nicht ohne, ne? Wenn wir mal auf die Karte gucken. Gut, ich hätte hier hinten noch Puffer, wo man Wasser holen könnte. Lass uns mal dahin laufen. Mal eben schauen, wo das ist hier. Okay, muss auf jeden Fall hier hinten rüber. Ich hoffe nur, dass man niemals mehr der Strom ausfallen wird, ey. Okay, da sind wir auf jeden Fall schon mal im anderen Biom. Gut, aber da jetzt ein Fundament hinzulegen, wäre an sich auch nicht das Schwierigste, glaube ich. Wir müssten nur gucken. Bisschen mehr links halten. Hier ist es auf jeden Fall. Ich höre es auf jeden Fall. Hier links irgendwo. Hier unten. Okay, dabei natürlich die Frage. Also da wird natürlich so ein Wasserextraktor nicht reinpassen. Ne? Das heißt, da müssen wir natürlich mal gucken. Wo wir die Dinger dann dementsprechend... Aber wir haben keine Rotoren. Ich meine, hier werden schon nur ein paar reinpassen, denke ich mal, ne? Aber wie gesagt, hier in dem Bereich, da wird keiner reinpassen. Also hier kriegen wir auf jeden Fall ein paar auf jeden Fall rein. Das ist nicht das Problem. Aber gut, da müssen wir dann natürlich mal gucken, ne? Hier hinten kriegen wir auch noch genug rein. Also ein bisschen Potenzial haben wir auf jeden Fall hier. Das ist schon mal ganz gut. Mal hier drüben ist ja auch noch was. Ach, scheiße. Also das ist nicht das. Wir haben auch noch was da hinten. Also nein, hier kriegen wir auf jeden Fall gut was rein. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal gucken, dass wir in der nächsten Folge mal hier ein Fundament runterlegen. Und dann und damit, dass wir uns hier unten quasi ja, eine zusätzliche Wasserproduktion aufbauen. Erstmal gucken, dass wir irgendwie das Fundament darunter kriegen und dann wollen wir mal schauen. Oder das kann ich auch offscreen machen, glaube ich. Wir gucken einfach mal, wie ich es zeitig auch schaffe. Ist ja auch beruflich immer so eine Sache. Gut, dann würde ich sagen, Leute, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video.
Bis dahin. Ah, ja, 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 warte. Erst muss ich erstmal ihn hier noch wegmachen. So. Okay, jetzt verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.